Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Eresing. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, da sind wir immer noch in Eresing und draußen ist Winter, hier drinnen ist es warm. Deswegen sind wir da, aber nicht nur da. Der Karl Witti hat eingeheizt für uns und auch für sich, weil er hier auch sich seiner Kunst zuwendet. Erst einmal Servus. Grüß dich. Karl Witti, wer Karl Witti nicht kennt, wie würde Karl Witti sich selbst beschreiben? Oh. Was ist er, was tut er und was begreift der Mensch von außen von ihm? Er ist Kunstmaler und Theatermaler. Und nebenbei ist er auch noch hier Zeichenlehrer, Zeichen- und Mallehrer. Du gibst dein Wissen und dein Können weiter? Ja, sagen wir es mal so. Ja. So verzweifelt der Karl Witti manchmal, wenn er vielleicht auch ein gewisses Maß an Talentfreiheit erkennt beim Teilnehmer? Nein. Ja? Nein, kann es jeder? Es kann jeder, auf seine Art und Weise. Ja. Wann hast du gewusst, dass du es kannst? Mit 16 ungefähr, schon früher. Das ist früh? Ja. Wie kam es so früh? Am Mai, wenn man also so, ich glaube, ich war begabt und das hat man mir natürlich irgendwie auch so mitgeteilt. Schullehrer und so weiter und so fort. Und, zu einer Zeit, wo das auch gefördert werden konnte oder man doch gesagt hat, naja, Karl, jetzt mal halt ein bisschen, aber lernen was Gescheites. Ja, das war schon auch vorhanden. Mhm. Das war schon auch vorhanden. Aber es gab dann immer wieder irgendwelche Personen, die das geschoben haben. Also die halt gesagt haben, das wäre deine Richtung und so weiter. Gibt es da immer noch einen in Landsberg, einen alten Zeichenlehrer, der mir da sehr geholfen hat. Was haben Mama und Papa gesagt? Das, was Mama und Papa oft so gern sagen, das ist ein harter Weg und so weiter. Und das ist also jetzt gar nicht so, so gut, was du da machen möchtest. Aber kommt es von ihren Genen irgendwie raus? Ja, schon. Schon, also mein oder? Mein Vater war Kunstschlosser unter anderem auch und hat auch gemein so ein bisschen, ja. Aber wie du gesagt hast, du warst begabt. Jetzt gibt es Menschen, die sich dann der Kunst zuwenden, in welche Richtung auch immer, sagen, ich bin begabt und das kann zu einer gewissen, ich nenne es auch mal leicht provokativ, Überheblichkeit führen. Dein Weg war dann eher die Bodenhaftung und wirklich das Handwerk auch lernen, weil begabt allein, es gibt viele Begabte, aber dass sie dann auch damit leben und leben können, ist doch eine andere Geschichte. Ja gut, das ist eine andere Geschichte, aber das mit der Bodenhaftung, das muss man später erst erlernen. Mhm. Also zuerst fliegt man mal. Schon, gell? Ja, man fliegt, also bis in ein bestimmtes Alter hinein. Wenn mit 16 gesagt und wird, du bist ja, so begabt. Ja, dann ist man natürlich schon, oder man hat, also es ist zwiespältig auch, man hat natürlich dann auch den Druck, dass man das beweist, vor allen Dingen seinen Eltern muss man das beweisen. Schon, dass man gut ist. Wann hat der Papa oder Mama zum ersten Mal gesagt, und das merkt man sich doch dann, das hast du gut gemacht? Oder ist nichts gesagt, glaub genug gewesen? Ich glaube, es ist eher das Zweite gewesen. Ne? Dürfen wir mal ein bisschen in deine Werke eingehen, beziehungsweise das, was dich antreibt? Was ist das, was der Karl Witti für sich in der Kunst haben möchte? Woran erkennt man Witti? Und was sagt der Karl, das bin ich und das werde ich immer sein? Ob ich das immer sein werde, ist die andere Frage. Mhm. Was macht dich aus? Was macht mich aus? Wann ist er zufrieden? Wann zufrieden? Oder glücklich? Glücklich. Man darf eigentlich nicht immer so zufrieden sein, weil es dann gefährlich ist. Mhm. Das Ergebnis, also man muss dann halt auch sich sagen, das habe ich jetzt geschafft und auch wenn ich nicht zufrieden bin, es bleibt so. Es bleibt einfach, es bleibt so, es muss so bleiben, weil ich es besser nicht kann einfach. Und das ist dann auch gut so. Also manche Sachen, denke mal, die sind gut gelungen, manche gelingen halt nicht so. Mhm. Ja. Also auch da kann man sagen, lass es gut sein, Karl. Ja. Beim nächsten wird es wieder anders. Wird es wieder anders, genau. So direkt einmal auch was Stoisches in sich, so auch, dass man sagt, ja, mehr geht nicht, aber ich habe alles gegeben. Ja,
kann in die Richtung gehen. Das sehe ich auch, also bei den Leuten, die hier arbeiten und auch manchmal verzweifeln, und dann sage ich, gebe ich das eigentlich so weiter, dass das mir auch so geht. Was ich aber jetzt noch gesehen habe, lieber Karl, mal nebenbei, ja? Bist du dem auch zugewandt? Also der Pflanzenkultur? Schöpferin von... Der Schöpferin dieser Pflanzen, wer macht denn das? Ich bin schon zugewandt. Ach so, ihr bist... Ach, da ist ja der Kumcha. Da haben wir eine... Ah ja, ich habe mir schon gedacht, eine Frau muss das sein. Das ist Frau. Da sehe ich Farbe. Hallo, Name? Sie, Pila Sippelwitschi. Hallo, Pila. Ja. Das ist, also, er ist dir zugewandt. Er ist mir hoffentlich... Im positiven Sinne. Gut zugewandt. Doch, auf jeden Fall. Er verschränkt nur, aber er hat es kapiert. Ja, du machst solche Sachen? Also Floristik im Sinne von ein bisschen Kunst auch? Also ich probiere es. Ich habe eigentlich Theaterplastik gelernt und da habe ich auch den Karl kennengelernt. Naja, dann. Und dann war es so, dass wir haben zwei wunderbare Kinder. Mhm. Und wie das oft so ist, dass man halt dann nicht zurückfindet in seinen eigentlichen Beruf. Und dann habe ich mit der Floristik angefangen, über eine Freundin, über eine sehr liebe. Und das mache ich jetzt seit 24 Jahren. Können wir mal über die Schulter schauen? Gerne. Weil da habe ich ein Hütchen entdeckt. Es ist übrigens ein wunderschönes Anwesen, wenn ich das mal sagen darf. Das Weiß irritiert mich gerade. Aber wurscht, dann gehen wir doch mal darüber, dürfen wir? Ja. Liebe Zuschauer, auf geht's. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Eresing. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Ach Gott, das ist ja, Hexenhäusl. Willkommen in meinem kleinen Hexenhäuschen. So, Eresing sind wir immer noch, liebe Zuschauer, bei der Pila und beim Karl, der Witti da drüben. Da kommen wir gleich, aber das ist auch jetzt mal das Blumenparadies, da schlägt das Frauenherz höher. Ja. Sind in den Kursen viele Frauen, es Männer? Sind nur Frauen. Was wollen die denn wissen? Also ich meine, wollen die gefördert werden und sagen, ich habe ein Talent, bring was mit und will was anfangen können? Oder sagen die, ich kann sowas gar nicht und die Pila soll es mir beibringen? Also es gibt beides, aber was wirklich herausragend ist und was mich besonders freut, ist, dass viele Leute, also viele Frauen kommen, die sehr, sehr viel arbeiten. Also die stehen wirklich den ganzen Tag in ihrer Arbeit, dann fahren sie vielleicht eine Stunde hierher. Und Kinder haben es auch noch. Und Kinder haben es vielleicht auch noch und dann stehen sie 2 Stunden bei mir und machen solche Sachen. Das ist das Werkstück für morgen. Das schaut Bombe aus, ohne Schmarrn, das gefällt mir sehr gut. Was wir morgen machen und ich glaube, das ist einfach so eine Art von Entspannung auch für sie. Also sag mal du von dir selber, für dich muss es auch Entspannung sein, weil da steckt Detailliebe und Arbeit drin, erstens. Aber zweitens, dann hast du erkannt, dass das auch wirklich wirkt und dass es schön ist. Weil man kann ja auch so, es gibt ja auch, jetzt sagen wir es mal ganz, es gibt ja Märkte, Ostermärkte, wo du sagst, sag einmal, ihr habt ja Selbstbewusstsein, dass ihr das zeigt. Das ist was Besonderes, das ist eigenwillig, individueller. Wann muss man dir sagen, das machst du gut, Pila, oder weißt du das selber? Also, ich habe tatsächlich das Glück, dass man mir das oft sagt. Und das freut mich natürlich besonders. Und was mir ein großes Anliegen ist, dass die Leute einfach sehen, also dass sie einfach schauen lernen, dass man mit relativ wenigen Materialien, also das ist jetzt wirklich, das ist eigentlich ein Haufen Strüpp mit ein bisschen was zugekauften. Ja, also da habe ich jetzt die Oliven gekauft und das Heidelbeerkraut, natürlich die Pflanzen und alles andere findet man in seinem Garten oder findet man im Wald, kann man das schön. Was ist denn, was ist denn das denn? Windspiele? Das sind auch Werkstücke, die wir mal im Kurs gemacht haben und die habe ich jetzt hergestellt, weil ich gehe manchmal auf so Kunsthandwerkermärkte. Das sind aber ganz schöne, also das sind wirklich ausgesprochen schöne Märkte, auf die ich da gehe. Und dann... Wirklich wunderbar, ganz ehrlich. Und wie gesagt, dieses Material teilweise, ist es fast was Verwittertes. Hier sehe ich, das ist aus Herbstgestrüpp gesammelt, oder? Genau. Und dann tut man was Neues, Blühendes mit hinein. Also das ist, aber da muss man schon Auge haben, also ganz ehrlich. Genau das, was ich versuche, also auch mitzugeben an meine Kundinnen, dass man eben das lernt, dass man guckt, dass man was findet und dass man das dann verarbeiten kann. Mhm. Und vor allen Dingen, dass es auch immer wieder verwendbar ist. Karl, ja. Hä? Da steht bei euch alles voll mit
blütenfloralem Zauber. Ja, ja. Wir kommen mal rüber. Könnt ihr so gut miteinander arbeiten? Das ist ja nah auf nah. Hä? Da macht jeder so eins, oder? Jeder ist für sich, Karl. Ja, ja. Ja, ja. Die Tür machen wir dann ab und zu. Aber ich weiß, was ich immer angenehm finde, wenn man so rascheln hört und man arbeitet nebenbei. Also dieser Denkprozess und Erschaffungsprozess vom anderen ein bisschen mitkriegen. Den kriegt man akustisch immer ein bisschen mit. Das ist ganz schön auch so. Was stört dich dann eher? Was bringt dich raus aus deiner Kunst? Wo sagt der Karl, ich muss Pinsel und alles weglegen, weil jetzt geht nichts mehr? Weil nichts mehr geht, das ist Telefon. Also hier gibt es kein Handy. Das ist lasse ich weg. Das ist auch, wir haben auch hier ein Loch, wo es nicht funktioniert. Gott sei Dank haben wir ein Erlesinger-Funkloch. Ich bin froh darüber, dass das so ist. Das ist jetzt etwas, was du gerade bearbeitest, du gerade dran bist. Wie lange ist sowas? Wie lange entsteht bei dir sowas? Das kann über ein Jahr dauern. Das ist aber so, dass ich natürlich immer mehrere Sachen gleichzeitig mache. Du bleibst nicht an einem hängen. Nein, also das ist immer ganz gut, wenn das so ist, weil dann kriegt man Abstand von der eigenen Produktion. Gibt es auch etwas, was schon jahrelang mit Abstand von dir immer wieder betrachtet wird? Also wirklich Werke, die nicht fertig werden, wo du sagst, da komme ich nicht weiter. Die gibt es auch. Ja. Ist das dann, führt das zu Krisen bei dir oder sagst du, ich mache das andere? Ja, die Alternative ist da. Es gibt schon innere Krisen, das ist ganz klar, wo man sagt, also was soll das Ganze irgendwie? Aber ich denke, sowas kann man schon auch backen. Was reicht dem Karl, letzte Frage, damit er weitermacht? Ein Lob von der Pila oder ein Wahrnehmen von draußen? Der Karl Witti macht schöne, wunderbare Sachen. Beides. Pila, hast du es gehört? Ja. Und dir hilft es auch? Sagt der Karl auch, schön gesteckt, schön gemacht? Auf jeden Fall. Ihr gefällt es mir jetzt zwei. Da haben sich zwei gefunden, gesucht und auch Gott sei Dank weitervermehrt. Ihr Lieben, danke, dass wir in die heiligen Gemächer haben schauen dürfen. Viel Spaß in den Frühling jetzt hinein natürlich. Und auch bei deinem Schaffen, Karl. Alles Gute. Dankeschön. Ja? Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Servus. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Erlesing. Wechseln Sie jetzt!